Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es darum, wie du dein Leben sinnvoll verlängern kannst. Ja, Leben verlängern ist eine spannende Aussage. Es gibt verschiedene Ideen und verschiedene Strategien, um eine Langlebigkeit zu erreichen, beziehungsweise, man müsste eher sagen, eine lange Gesundheit zu erreichen. Und es gibt bestimmte Stoffe im Körper, die sukzessive sinken, je älter wir werden. Einer dieser Stoffe ist das AMPK. AMPK ist ein Enzym, das ist das Adenosin-Monophosphat aktivierende oder deaktivierende Proteinkinase. Und dieses Enzym spielt eine Riesenrolle bei der Produktion von ATP. ATP ist das, was unsere Mitochondrien herstellen und was wir brauchen, um Energie zu haben, in Anführungszeichen. Also fast alle Prozesse im Körper benötigen letztendlich ATP. ATP ist das Resultat aus der Versorgung und Umsetzung mit Sauerstoff. Wir atmen letztendlich, um ATP zu erzeugen, so ganz vereinfacht gesprochen. Und wenn diese Funktion schlechter funktioniert, dann leiden bestimmte Systeme im Körper darunter, unter anderem der Energiestoffwechsel, was letztendlich zu einer Diabetes führen kann, weil wir einfach nicht mehr genug Energie verbrauchen und verbrennen. Es kann also sein, dass unsere Insulinaufnahme nicht mehr richtig funktioniert und dass wir ein zu sehr zuckeriges Blut kriegen, Diabetes Typ 2. Es kann sein, dass das ganze Herz-Kreislauf-System nicht mehr optimal funktioniert und wir deswegen Herzprobleme kriegen können und ähnliches. Es kann sein, dass das gesamte Energiesystem einfach runterfährt, wir nicht mehr genug Energie zur Verfügung haben, uns müde fühlen, erschöpft fühlen, die Regeneration des Körpers nicht mehr richtig funktioniert und viele, viele andere Prozesse. Das heißt, das AMPK spielt eine Riesenrolle für die Gesamtgesundheit von unserem Körper. AMPK sinkt von alleine, es sei denn, wir treffen die richtigen Schritte und geben dem Körper das, was er braucht, um AMPK wieder zu erhöhen. Und da sind wir jetzt bei der Lösung. Was kann ich tun? Ja, wie kann ich das ganze System optimieren und hacken? Im Rahmen von Biohacking kann man es vielleicht nennen. Also was ist sinnvoll zu tun? Was sollte man in sein Leben mit einbauen, wenn es denn leicht möglich ist? Und gute Möglichkeiten sind, ich schaue mal hier auf meine schlaue Liste, damit ich nichts vergesse. Das eine ist körperliche Aktivität. Das ist logisch, oder? Aber interessant auch, ja, dieser klassische Spruch, dieses altbackene, so ja, beweg dich genug, mach Sport, sorgt eben dafür, dass unter anderem das AMPK erhöht wird und dadurch die ganzen Mitochondrien gut arbeiten können und wir einfach dauerhaft gute Energie haben. Also es ist nicht, geht nicht nur um einen reinen Fitnessgedanken, sondern es hat wirklich ganz konsequente, konkrete Auswirkungen auf unseren Zellstoffwechsel, messbar zum Beispiel an diesem Enzym. Das nächste, was ganz entscheidend ist, ist Kalorienreduktion. Viele von euch haben schon davon gehört, dass das irgendwie gut sein soll, dass man fastet. Das intermittierende Fasten ist so die Möglichkeit, die den meisten am leichtesten fällt, entweder morgens oder abends einfach eine Mahlzeit ausfallen lassen. Und das sorgt dafür, dass durch diese Kalorienreduktion der Körper dieses AMPK hochfährt. Das heißt, dadurch den Stoffwechsel verbessert und dadurch das Abnehmen auch tatsächlich unterstützt und verstärkt und uns mehr Energie zur Verfügung stellt für Körper und fürs Gehirn. Also dieses regelmäßige Fasten spielt auch hier eine gute Rolle. Dann ist es so, dass Sonnenlicht eine große Rolle spielt, wenn ihr draußen seid. Ja, viele von euch haben beruflich nicht die Möglichkeit, draußen zu sein. Und gerade in den dunklen Monaten ist man dann innen, weil es auch kalt ist. Dann fährt man direkt auf die Arbeit und von da aus geht es dann wieder direkt nach Hause. Das heißt, viele sehen über viele Monate gar nicht wirklich das Sonnenlicht. Aber das ist so entscheidend, Sonnenlicht zu nutzen und zu haben. Also wenn immer ihr könnt, ab in die Sonne, Sonnenlicht aufnehmen, damit ihr eben auch da wieder unterstützendes AMPK hochfahrt. Es gibt verschiedene Stoffe, die noch eine Rolle spielen, die sinnvoll sein können. Das ist das Berberin, kann man als Nahrungsergänzung holen. Resveratrol kann man sich auch über Obst holen, vor allen Dingen rotes Obst. Trauben spielen zum Beispiel eine Rolle. Nicht unbedingt der Rotwein, weil durch den Alkohol ist der Rotwein wieder eher schädlich, ja, kleine Mengen machen nichts, aber ihr müsstet, um eine ausreichende Menge Resveratrol durch rote Wein zu kriegen, müsstet ihr Wein flaschenweise trinken. Das macht also keinen Sinn. Dann lieber die Trauben direkt essen
oder ein Nahrungsergänzungsmittel, ein gutes, wo Resveratrol enthalten ist. Quercetin spielt eine große Rolle, kann man nehmen. Dann Kurkumin, das ist klasse, weil Kurkumin kann man auch ganz, ganz häufig mit ins Essen reingeben einfach. Ja, jetzt seid ihr in der Lage, Kurkuma überall reinzugeben, am besten immer mit ein bisschen schwarzem Pfeffer dazu. Kurkuma ist da echt so ein Superfood und sorgt auch dafür, dass ihr dieses AMPK eben erhöhen könnt. Großartige Sache. Alpha-Liponsäure kann helfen. Das ist so ein schwefeliger Stoff, den man gerne nimmt als Antioxidant. Und auch der hat eine hervorragende Wirkung. Gibt es auch, wie gesagt, als Nahrungsergänzung. Und spannenderweise grüner Tee. Im grünen Tee sind bestimmte Katechine enthalten, die eben dafür sorgen, dass ganz viel Gutes im Körper passiert, aber auch, dass AMPK gehoben wird. Und ihr könnt entweder grünen Tee trinken oder den Matcha-Tee. Und es muss jetzt nicht Unmengen sein, ihr müsst nicht literweise grünen Tee trinken. Aber wenn ihr euch angewöhnt, als Ritual einmal am Tag zum Beispiel einen Matcha-Tee zu haben, dann ist es etwas, wo ihr dem Körper wiederum was Gutes tut, was ihm wieder hilft. Ihr müsst nicht alles von dieser Liste machen, aber alles, was ihr einbauen könnt, ist natürlich sinnvoll. Gerade bei den Nahrungsergänzungen heißt es Vorsicht, denn die Nahrungsergänzungen sind teilweise auch zu viel oder haben noch andere Wirkungen, die man nicht unbedingt braucht. Da macht es also am besten Sinn, wenn ihr es nachtestet, mit unserem Praxis-Family-System habt ihr die Testmethode dabei und könnt direkt testen, welches von den Stoffen vertrage ich und welches davon brauche ich. Und so seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das ist eine Möglichkeit, AMPK hochzuhalten und damit einen wichtigen Faktor für die Energiegewinnung zu unterstützen. Jeder von euch, der sich schon ein bisschen schlapp und müde fühlt, hat hier vielleicht eine Lösung. Und ansonsten ist es vor allen Dingen präventiv zu sehen, damit ihr im Alter auch immer noch gut, fit und stabil seid und viel Energie zur Verfügung habt, um diese goldene Zeit des Lebens zu nutzen, sollte euer AMPK niemals zu tief sein. In dem Sinne, bleibt gesund. Ciao, der Matthias.